Hey, was magst du heute Abend? Ich gehe mit meiner Freundin zu Buchreis. Wir lesen momentan Pride and Prejudice, aber ich verstehe noch nicht die Moral der Geschichte. Bücher lesen ist für Frauen. Ich gehe zum Fitnessstudio. Frauen mögen Männer mit großen Bizeps. Es gibt dort keine Frauen dort. Sie sind alle mit mir im Buchkreis. Was? Du Nervensäge? Ich schieße dir an meinem Pusteohr. Hey, wo gehst du denn hin? Zur Bibliothek. Ich muss doch lernen. Du lernst den ganzen Tag durch. Du baggerst wie blöde, Alter. Du hättest dir nicht so viele Kurse belegen sollen. Wie bekommst du deine Frau? Wann war das letzte Mal, dass du überhaupt mit einer Frau gesprochen hast? Auf Mission. Aber ich könnte locker eine Frau finden. Kein Problem. Ich wette, dass du heute mit keiner Frau sprechen wirst. Das schaffe ich sicher. 5 Euro? Klar. Sie ist die hübschste Frau, die ich je gesehen habe. Sie ist sicher die eine für mich. Mit der will ich heute sprechen. Aber wie? Was soll ich sagen? Ich bin nur Hans und Franz. Mit mir will sie sicher nicht sprechen. Was ist denn los? Ich habe heute die schönste Frau gesehen. Hast du mit ihr gesprochen? Noch nicht, aber bald. Du brauchst Hilfe. Komm mit mir. Komm. Weil ich dein Kumpel bin, werde ich dir helfen. Frauen mögen Männer, die gut gekleidet sind. Ja? Du kannst keine Frauen finden, wenn du dich wie ein Penner kleidest. Hier, zieh dich mal um. Mensch, jetzt siehst du gut aus. Keine Frau kann dich verweigern. Ja, aber was soll ich ihr sagen? Du sollst ihr einfach ein Kompliment machen. Sag ihr etwas wie so, deine Haare sehen schön aus. Oder so etwas, ja? Hier, probier mal. Mach mir ein Kompliment. Okay, du hast lange Augenwimpern. Alter, das ist das Beste, was du sagen kannst? Augenwimper? Ich war nervös. Also, ich brauche mehr Zeit, darüber nachzudenken. Geh einfach und sag einfach, was dir in den Sinn kommt. Okay. Deine Zierde sind ganz hübsch. Hast du ihre Nummer bekommen? Nein. Was? Wie ist das möglich? Du bist ein Hipster. Sie muss ein totaler Fratz sein. Du bist unterbüttert, nicht wahr? Schau, ich habe überdurchschnittliche Bizeps. Sie sind riesig. Du? Du hast unterdurchschnittliche Bizeps. Deshalb kannst du keine Frau finden. Es ist ganz einfach. Du musst zum Fitnessstudio gehen und du musst oft Sonnenbaden. Dann werden die Frauen dich total lieben.
Schau, wir machen etwas gemeinsam. Liegestütze. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Du kannst es machen. Du kannst es machen. Nein, du hast die Frau haben oder nicht. Doch schon. Ja, acht. Jetzt bist du bereit. Aber was soll ich hier sagen? Du brauchst gar nicht zu reden. Biege einfach deine Muskeln und sie wird sich in dich verlieben. Sicher? Jawohl. Geh und komm nicht zurück, bis du ihre Nummer hast. Okay. Wie ging es? Ganz schlecht. Ich habe genau das getan, was du mir geraten hast, aber sie haben mich einfach ignoriert. Was habe ich falsch gemacht? Mensch, du fällst doch auf jeden Mist hinein. Du hättest nicht auf ihn hören sollen. Frauen mögen Männer, die gut zuhören und empfindlich sind. Nein, 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 nein. Sie mögen Hipsters und Männer, die tolle Kleidung tragen. Nein, sie mögen Männer mit großen Muskeln. Nein. Alles um diese Willigkeit. Nein, nein. Schau mich an. Darum. Es ist egal, was man meint. Schau mich an. Es ist, was im Herzen geht. Es ist um die Gefühle, wie man spricht. Das möchte ich auch nicht. Wie oft möchte ich das sagen? Sei still! Ich muss mich von euch emanzipieren. Ich höre euch gar nicht mehr zu. Ich muss mit mir selbst ehrlich sein. Ich kann nicht mehr versuchen, wie ihr zu sein. Weißt du, ich glaube, dass du recht hast. Ich meine, du sollst einfach du sein. Und wenn die Frau das nicht mag, dann Pech für sie. Ich gehe einfach wieder dahin. Ich werde mit dir sprechen, so wie ich bin. Was soll ich tun? Ich habe diese Frau so gern, aber ich werde immer so nervös, wenn ich bei ihr bin. Ja, du hast recht. Ich bin ich. Und das soll ich nicht ändern, bloß um eine Frau zu haben. Sie muss sich damit abfinden. Ich darf mich nicht mehr inszenieren. Danke, Winnetou. Mein bester Freund, das ist nicht irgendwer. Mein bester Freund, das bist nicht etwa du. Mein bester Freund, das ist nicht irgendwer. Mein bester Freund ist Winnetou. Denn er kämpft immer gegen das Unrecht in der Welt. Denn er kämpft immer gegen das Unrecht in der Welt. Hat es dir wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Deshalb kämpfe ich jetzt gegen das Unrecht in der Welt. Deshalb kämpfe ich jetzt gegen das Unrecht in der Welt. Deshalb kämpfe ich jetzt gegen das Unrecht in der Welt. Gegen das Unrecht in der Welt, dieser Welt. Tschüssi, macht's gut.